zusammen. Herzlich willkommen in meiner Kochschule. Ja. Hier finden immer die Kochkurse statt. Und jetzt gibt es wieder Blitzrezepte à la Henze. Und zwar so ein richtig schönes Wurzelgemüse, geröstet im Backofen mit einem schönen Rinderfilet. So, sag ich mal, Herz, was willst du mehr? Schau ich mal an, dieses unglaublich schöne Rinderfilet. Das wird so ein bisschen gewürzt mit meinem schönen feinen Meersalz mit Vanille. Und dann wird es angebraten. Und zwar mache ich das immer so, dass ich wenig Öl in die Pfanne gebe und in die Pfanne dann auch noch hier unten so ein bisschen Salz. Und jetzt das Filet quasi auf das Salz setze und jetzt langsam braten lasse. Ja, das ist A und O. Also nicht blind volles Rohr anbraten, ja, sondern in Ruhe liegt die Kraft. Okay, in Ruhe liegt die Kraft. Ein gutes Stück Fleisch so braten, dass es eben schön brutzelt. Okay, jetzt zum Gemüse. Ich habe Pastinaken. Oder Petersilienwurzeln. Also so ein richtig kräftiges, tolles Gemüse. Sag mal, weil ich schäle selten in der Küche. Die Gemüse, die werden geschält, wenn man das so einigermaßen kann. Dann in Stücke geschnitten. So, dann den Kürbis noch. Das kennen wir ja alle. Schaut mal her, das Hokkaido-Kürbis. Den kann man gut und gern mit Schale verarbeiten, das ist toll, sollte man sogar, weil A, die Schale saumäßig gesund ist, gut schmeckt und Farbe gibt. So, und die Gemüse, die schneide ich jetzt so in, ich würde mal sagen, so mundgerechte Stücke. Ja, einmal den Kürbis, einmal die Pastinake. So halbiere ich sie einmal. Okay, und jetzt noch rote Beete. Und bei den roten Beeten, schaut, die haben schon geschnitten, ja, ich bin ja nicht blöd. Ja, weil sonst halt die ganzen Hände hier im Arsch werden. Wobei, rote Beete werden immer mit Handschuhen geschält. Filet einmal umdrehen. Und jetzt, aufgemerkt, Freunde der Nacht, jetzt nehmt ihr so ein Backblech und gebt auf das Backblech mit Backpapier, ja, weil ihr wollt ja nicht ewig lang das Blech schrubbeln, die Gemüse drauf, ja, die rote Beete auch drauf. Also das sind frische rote Beete, also nicht die, die man schon so gegart kaufen kann. So muss das ausschauen. Dann vielleicht noch ein bisschen Knoblauch. Oh, geil. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das schmeckt? Ja. Gemüse, Knoblauch. Dann in der Henze-Küche, logischerweise, komm her, läuft nichts ohne Rosmarin. Also Rosmarin, kommt ordentlich was drauf. Dann ein bisschen Meersalz. Und ordentlich Olivenöl. Ja, traut euch mit richtig gutem Olivenöl und zwar ordentlich. Last but not least, so ein Hauch Kurkuma oder Curry drüber. Dann Schublade auf, Puderzucker. Also was ich euch sage hier, das ist jetzt nicht so high-end, das ist wirklich einfach und saumäßig gut. Das ist die Pflicht, jetzt kommt die Kür. Ein paar Bio-Zitronen in Streifen schneiden und nochmal hier rauf. Und dann renne ich mal ganz schnell zum Kühlschrank bzw. zum Gefrierschrank und zeige euch was. Chilis gefroren und die gefrorenen Chilis, schau mal her, die kann man hier so rüberhobeln mit meiner unfassbar geilen Reibe. Und den Rest der Chilis natürlich wieder einfrieren. Das Ganze kommt jetzt in den Backofen. 250 Grad, 20 Minuten. Okay, ich bin gleich wieder da. Boah, heiß, 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 heiß. Bernd, mein unfassbar genialer Kameramann. Hast du das gut? Schau mal, die Zitronen sind karamellisiert, das Gemüse ist weich und hat einen puren Geschmack. Und das Ganze wird angerichtet. Auf einem schönen Teller. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass mir die Flossen verbrennen. Ja, der Kürbis ist natürlich weich. Die Pastinake gigantisch im Geschmack. Die rote Beete lecker. Das ist Gemüse. So finde ich, ist Gemüse absolut perfekt. Und jetzt kommt das Fleisch. Ich habe das im Übrigen vorsichtig gegart, ja, vorsichtig. Und wenn ihr jetzt ein schönes Messer habt und das Rinderfilet
vorsichtig anschneidet, dann hat man hier, sieht man das? Oh Gott. Schau mal her. Und wenn man so ein schönes Stück Fleisch anschneidet, dann darf man nur ganz leise sprechen. Und das kommt jetzt hier rauf. So, auf das Gemüse. Ja, dann noch ein bisschen Fleur de Sel. Also das ist jetzt einfach mal so ein bisschen ein exklusiveres Blitzrezepte-Gericht. Feierabend Blitzrezepte. Also das müsst ihr nachkochen. Und wenn ihr das Fleisch nicht wollt, einfach weglassen. Überhaupt nicht schlimm. Das Gemüse ist sensationell. Und schön Dip dazu, Glas Weißwein und der Abend kann kommen. Guten Appetit.